Und damit, mein Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde GTA 5 Roleplay. Hab ich das? Wie alt wirst du? Ah, nicht schlecht. Was? Kann doch gar nicht sein. Ja. Wie dem auch sei, es, wie gesagt, moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge GTA 5 Roleplay, und zwar dreht sich jetzt aktuell nochmal eine kleine Runde um das Polizei-DLC. Viele von euch haben mich in den Kommentaren gefragt, kommt dieses DLC? Ja, nein, vielleicht. 2022 Frühsommer wird dieses DLC zu 95% von Rockstar Games veröffentlicht. Aber ich glaube eher, dass die 5% wieder abkacken. Ich hoffe es nicht. Sorry, Leute. Wie gesagt, das ist... nicht dein Ernst. Cool, gerade den Wagen repariert und dann geht das schon wieder rund. Wie gesagt, es geht um das Polizei-DLC. Es wird 2022 Frühsommer erscheinen. Mit größter Wahrscheinlichkeit 95%. Wie gesagt, wenn die 5% verkacken, tut's mir sehr leid. Dann hat Rockstar Games wirklich einen sehr, sehr komischen Sinn dafür, sich für 10 Sachen in keine Ahnung umzuentscheiden. In diesem Polizei-DLC, wie ihr in einigen Videos wahrscheinlich mitbekommen habt, dass Supersport-Wagen reinkommen. Dies kann ich euch garantieren, dass diese Supersportwagen mittlerweile von den Rockstar Games Mitarbeitern rausgenommen wurden, da es nicht möglich ist, diese Supersportwagen zusammen mit den ganzen Polizeisachen, sprich Polizeizeichen, Sonderrechte draufzupacken. Das ist nicht möglich. Von Rockstar Games aus, einfach von den Servern auch nicht. Rockstar Games wird aber auch Rockstar Games wird aber auch auf andere Server übergreifen. Es wird so sein, dass 2023 vielleicht diese Supersportwagen von dem Cops and Crocs DLC, wie sich das Ganze nennt, in GTA 5 online auf der PS4, PS5 und auf dem PC erscheinen wird. Auf der Xbox dieses DLC nicht, da Rockstar Games auch aufhören wird, die Xbox-Server zu unterstützen, was bedeutet an die Xbox-Spieler, ihr könnt ab 2023 kein GTA 5 auf der Xbox mehr spielen. Rockstar Games produziert keine Spiele mehr für Xbox, auch kein Red Dead Redemption. Die Server, ihr könnt nur noch Story spielen, aber ansonsten die Online-Server für die Xbox werden abgeschaltet. Der Grund ist folgendes. Rockstar Games, wie ihr es sicher auch mitbekommen habt, nimmt den einen oder anderen Job aus GTA raus, eben um Platz für neue Updates und DLCs zu schaffen. Was jetzt aber der Haken ist bei der ganzen Sache, diese Rockstar Games Spielserver werden meinerseits nicht funktionieren, da dann das gesamte Netz von den Rockstar Games Spielservern zusammenbrechen wird, was bedeutet, sie haben vor, 60er Lobbys zu machen, das Ganze zu verdoppeln, dass 60 Leute in einer öffentlichen Lobby sein sollen. Und Rockstar Games hat eigentlich schon eine der besten Server, die es soweit eigentlich gibt. Und trotzdem ruckelt GTA 5 im Online-Modus manchmal ziemlich heftig rum. Viele von euch denken jetzt, ey, Yotsumato, das ist dein Internet. Das stimmt nicht. Es ist nicht mein Internet. Ich habe nämlich sehr gutes Internet, immer sehr gutes Internet. Vor allem jetzt in letzter Zeit wieder, weshalb ich auch wieder bessere Qualität beim Streamen habe. Es ist aber trotzdem immer noch so, dass von den Spielservern her dann auch mit der 60er Lobby dieses DLC nicht funktionieren wird. Was macht man dafür? Rockstar Games hat sich Folgendes überlegt. Dass man jetzt, ich sag's mal so, weitere zwei Möglichkeiten hat, unterschiedliche Lobbys zu machen. Sprich, es wird auf der PS4 demnächst wahrscheinlich einen wirklich guten RP-Server geben, von Rockstar Games persönlich erstellt. Ihr könnt Lobbys aufmachen, RP-Lobbys, ihr könnt eure eigene RP-Ding gründen,
wo dann aber maximal, wie hier jetzt auch, 30 Leute reinpassen, da es sonst mit den ganzen DLCs, die Rockstar Games noch rausbringen wird, nicht funktionieren wird. Diese Server erscheinen im Jahre 2024 am 3. Juli. So viel kann ich euch schon mal sagen. Doch bis dahin wird GTA 6 auch in Deutschland schon lange draußen sein, denn GTA 6 kam in Amerika für einige Konsolen raus, wie zum Beispiel für die PS5. Für die Xbox 360, was meiner Meinung nach komplett bescheuert ist. Da, wie gesagt, die Rockstar Games Online Server 2023 auf der Xbox abgeschaltet werden. Weil einfach diese ganzen Server, PS4, PC, Xbox, alles verbunden ist. Dafür wird aber wahrscheinlich GTA 5 auf einer neuen Wii erscheinen, die im Jahre 2025 rauskommen wird. Wann genau, weiß ich noch nicht, kann ich euch so viel sagen. Es kommt eine neue Wii raus, wo ihr entweder mit diesen komischen Knüppeln da, wie ihr sie von der jetzigen Wii kennt, für die von euch, die eine Wii haben, geben stattdessen Controller. Was für Controller? Das kann ich euch leider nicht sagen, ist auch nicht so wichtig, werdet ihr dann sehen, lasst euch überraschen. Zurück zum DLC. Es könnte natürlich sein, dass mit diesem DLC, da es ein sehr großes DLC ist, GTA bei manchen abstürzen wird. Das ist im Endeffekt nicht so schlimm. Rockstar Games wird diese Fehler nach einiger Zeit, vielleicht nach 2 bis 3 Wochen, vielleicht auch nach einem Monat, auf jeden Fall beheben. Es liegt einfach daran, dass nicht nur Polizeifahrzeuge reinkommen werden, sondern auch Polizeioutfits. Diese Polizeioutfits sind sehr schwierig zu erstellen. Auch die SWAT-Outfits von den Modern, von allgemeinen Modern, die versuchen Polizeioutfits zu konstruieren, brauchen dafür extrem viel Zeit. Weshalb GTA 5 bei manchen Leuten für bis zu einem Monat nicht funktionieren wird, kann, weil einfach die Rockstar Games Spielserver überlastet sind, weil alle dieses neue DLC auf der PS4 spielen wollen. Dann gibt es noch einen Haken zwischen den PS4s. Habt ihr eine PS4 Pro, habt ihr Glück. Habt ihr eine PS4 Slim, habt ihr eher weniger Glück. Denn auf der PS4 Slim werden diese Rockstar Games Spielserver wahrscheinlich noch viel länger als einen Monat überlastet sein, währenddessen sie auf der PS4 Pro, wie gesagt, höchstens 3 bis 4 Wochen, also einen Monat, nicht wirklich 100% funktionieren werden. Was bedeutet, ihr könnt in die Lobby joinen, fliegt dann aber vielleicht nach 2 Minuten wieder raus, kommt gar nicht erst rein, was weiß ich. Das sind soweit die neuesten Informationen von dem Polizei-DLC, was dann auch erscheinen wird. Zu 95% von Rockstar Games. Es gibt ja mittlerweile auch Jobs von Modern erstellt, wie ihr ein gemoddetes Polizeifahrzeug bekommt, dies aber jedoch auch in die MOC stellen könnt, aber dafür leider nicht abspeichern könnt, weil die Polizeifahrzeuge und die Outfits von Rockstar Games aktuell noch geblacklistet sind. Das wird Rockstar Games aber rückgängig machen, um eben auch dieses DLC rauszubringen. Dafür fallen auf jeden Fall relativ viele Jobs von Rockstar Games weg. Ungefähr 75% aller von Rockstar Games erstellten Jobs werden rausgenommen, aber nach und nach kommen der ein oder andere Job zurück. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es werden auch Jobs von Modern teilweise entfernt rausgenommen. Da ist Rockstar Games noch am Arbeiten. Außerdem wird es möglich sein, dass die Leute auf der PS4 für jetzt zum Beispiel Mods unterstützen wird. Viele Mods für LS19, für Red Dead Redemption, Glitches, Mods, etc. Für GTA 5 Online selbstverständlich auch. Zum Beispiel gibt es dann auch die Möglichkeit, deutsche Polizeifahrzeuge einzufügen, deutsche Uniformen, dass die Charaktere nicht mehr Englisch, sondern Deutsch sprechen und in GTA 6 beziehungsweise in GTA 7, was in 2 Jahren langsam in Bearbeitung gerinnt, ist es auch möglich, in verschiedene Länder zu reisen. Viele von euch denken sich, oh, das ist ja cool, ich gehe nach Deutschland, oh, ich gehe nach Russland. Leute, wichtig, es werden nicht alle Länder da sein.
da sonst dort auch vermutlich die kompletten Server überlastet sind. Und Rockstar Games wird sich der Community von Epic Games nicht anschließen. Für die Leute, die davon denken, ja gut, ich schließe mich der Community von Epic Games an. Nein, Rockstar Games wird dies nicht machen, da Rockstar Games absolut gegen Spiele ist von Epic Games. Rockstar Games wird sich aber mit Tencent Games und mit Tencent Games und hier, ach Gott, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, die haben auch Black Ops beziehungsweise Call of Duty entwickelt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wird sich mit dem Server von Tencent Games in Verbindung setzen, damit einfach diese 60er Lobby dann da weniger Probleme hat. Es kann sein, GTA wird dann ruckeln, die Fehler werden von Rockstar Games nach und nach behoben. Dann habe ich eher noch eine schlechtere Nachricht für euch. Rockstar Games wird, sobald GTA 7 rausgekommen ist, keine Spiele mehr produzieren und auch keine Verbesserungen mehr rausbringen. Rockstar Games, die Firma, wird nämlich 2030 vermutlich geschlossen, aufgrund von irgendwelchen bemangelnden Sachen des Staates, irgendwie sowas, weiß ich nichts genaueres, ich will euch auch nicht anlügen, so auch meine Information. Finde ich schade, weil ich dachte habe, Rockstar Games macht das eher so bis GTA 30 oder so, aber hier nicht. Ja. Noch eine kurze Sache zu GTA 6. GTA 6 wird in spätestens 2 Monaten eventuell in Deutschland rauskommen. Sicher ist es nicht. In Amerika ist die Vollversion schon draußen. Was bedeutet, die Entwicklung von GTA 6 ist abgeschlossen, ist beendet. Es wird auf jeden Fall mega krass. Es wird eine etwas größere Map wie bisher alle anderen Maps. Weil hier hat jetzt zum Beispiel GTA 5 eine Map-Reichweite ohne Wasser gezielt ca. 12 bis 13 Kilometer, mit Wasser vielleicht sogar 16 Kilometer. Dann gibt es den Punkt, dass die Map in GTA 5 zusammen mit dem DLC um 3 Kilometer erweitert wird, was bedeutet, ihr könnt ein Stückchen weiter auf die Map. Cayo Perico wird eine begehbare Insel werden, wo ihr dann jetzt zum Beispiel auch mit Freunden eine, ich formuliere es mal so, wenn ihr als Cops unterwegs seid, eine Razzia zusammen bei El Rubel sicherstellen, aber es wird jedoch auch noch möglich sein, Cayo Perico auszurauben, was bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, als Kriminelle auf den Straßen unterwegs zu sein oder als Gesetzeshüter den organisiertes Verbrechen zu kämpfen, so wie ich das in manchen Sachen mache. Ich bin eigentlich nicht so der Straftäter, eher so der Cop, weil, keine Ahnung, ist nicht so mein Fall. Ja, wie gesagt, das waren so ein paar Sachen jetzt, die ich nur mal so sagen wollte. Falls davon nicht alles stimmen sollte oder vielleicht sogar gar nicht stimmen sollte, tut es mir leid, das sind die Informationen von meinem Insider, wie es er mir geflüstert hat, dessen Namen ich immer noch nicht nennen darf. Aus Datenschutzgründen haben mich auch einige Leute gefragt, ey, wie heißt dein Insider denn jetzt? Ich würde den gerne mal anschreiben, Leute, darf ich euch leider nicht sagen, aus Datenschutzgründen. Weil er sonst richtig Anschiss von Rockstar Games bekommen würde und auch so, und einige von euch kennen ihn vielleicht auch. Wer weiß. Wenn ihr ihn kennt, behaltet das bitte für euch, erzählt es nicht rum, auch an die anderen YouTuber, bitte tut mir den Gefallen, behaltet das für euch, falls ihr es vermutet, weil sonst fliegt er von Rockstar Games raus als Support und dann kann ich euch keine neuen Informationen mehr liefern, weil es ist, wie gesagt, ein heikles Thema, viel Politik im Spiel und so weiter. Und ich bitte auch nochmal Rockstar Games, zieht einfach mal diese Sachen jetzt durch, wie ich es meinen Zuschauern erklärt habe. Bis dahin, zum nächsten Mal. Achso, auf jeden Fall gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, schreibt eure Wünsche oder etc. noch Fragen vielleicht in die Kommentare. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, haut rein, die Bros.
Ciao.